Du kannst auch von so einem Künstler nicht jedes Mal erwarten, dass er das Wahnsinns-Jahrhundert-Album macht. Ja, so. Ja. Game-Changer-Album war in meinen Augen dieses Jahr ein anderes. Welches? Über den Dächern der Stadt nutzen wir doch noch kurz die Gelegenheit, wenn Nico schon mal in Berlin ist, dass wir das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. Jahresrückblicke gehören irgendwie dazu und ich habe natürlich auch einige Ideen und Pläne gehabt für Backspin, dass wir Jahresrückblicke machen. Wir hatten auch so ein, zwei Ideen und dann am Ende hat das alles nicht so ganz funktioniert, was aber dann vielleicht auch gar nicht so tragisch war. An dieser Stelle auch schöne Grüße an Schacht und Wasabi, also den Shazabi-Podcast, wo ich nämlich erzählt habe, dass wir keinen Jahresrückblick machen und dann sitzen wir beide gestern Nacht, sitzen wir beide gestern Nacht bei so einem Köftedreher da irgendwo in, wo waren wir, wo war das? Kreuzberg. Kreuzberg. Und haben wir spontan entschieden, ach komm, lass doch einfach trotzdem mal ein bisschen über das reden, was dieses Jahr passiert ist. Denn ich finde schon, weißt du, das Jahr geht immer so schnell rum und man erlebt dann doch ziemlich viel und wir können jetzt große Künstler und Alben nach Alben und sowas alles durchgehen oder wir können einfach wir beide mal ein bisschen darüber uns austauschen, wie das Jahr für uns gewesen ist. Das war so die Idee. Ja. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, denn wenn man mal so guckt, ich habe ein bisschen im Kalender rumgeguckt, kannst du dich noch so an erinnern, was du im Januar, Februar, März so für Backspin gemacht hast? Also ich habe, weil wir das ja auch schon grob geplant hatten, habe ich mir mal so angeguckt, was sind eigentlich für Videos dieses Jahr gekommen, auch von mir. Da dachte ich, wirklich krass, Alter, das war dieses Jahr, weil es einfach so viel passiert ist, dass, und ich hatte ja auch noch einen Urlaub dazwischen, danach kam es mir irgendwie vor, als wäre jetzt ein neues Jahr gewesen und so. und darum sind viele Alben und auch viele Erlebnisse sind so weit weg irgendwie von mir, dass ich gesagt hätte, oha, hätte auch 2014 sein können, so, weißt du? Es ist halt auch das Tempo, das so die Themen so ein bisschen vorgeben. Ne? Mhm. Ich meine, jede Woche gibt es einen Release, der spannend ist. Theoretisch kannst du den Tag eigentlich irgendwie ein Interview hochladen. Und diese Masse macht es halt auch immer schon ganz schön schwierig. Ich meine, es geht dir wahrscheinlich genauso. Ragen natürlich dann trotzdem so Sommerfestival-Sachen heraus. Klar. Die großen Interviews. Bei mir war es dieses Jahr so, dass ich so auf so mal ein paar Konferenzen und auch mal auf ein paar Festival-Sachen und so mit Organisationen unterwegs war, die mit Hip-Hop gar nicht ganz so viel zu tun haben. Also dann ist es nicht das große Interview mit XY, das hängen geblieben ist. Ich war Anfang des Jahres einfach mal mit so einer Charity-Organisation in Haiti. Ich war jetzt Ende des Jahres, war ich mit einer Charity-Organisation in Kampala, in Uganda. Und das ist schon, also ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so austauschmäßig für mich, aber ich finde es wichtig, wenn man so ein bisschen die Welt und auch andere Seiten sieht, dann kann man nämlich das, was auch im eigenen Hip-Hop-Kosmos stattfindet, immer mal wieder ganz gut relativieren. Genauso wie andere Musikfestivals. Also wenn wir da vielleicht einfach gleich mal ein bisschen anfangen, weil es am naheliegendsten ist. Du kannst gleich über Splash und sowas alles reden. Für mich war zum Beispiel zum zweiten Mal das Ziget Festival in Budapest. Total unfunky. Ich weiß, kein Deutschrap oder kaum und so, aber das ist geil, Alter. Eine Woche auf so einer Insel in Budapest, mitten in der Donau. Mhm. Da sind hochgerechnet, rechnen die sich da irgendwas von 500.000 Menschen, die da in 7 Tagen unterwegs sind. Und es ist wirklich so, ich habe noch nie so viele verschiedene Flaggen vor der Bühne gesehen, so viel Multikulti. Da kannst du halt theoretisch neben der Hauptbühne dein Zelt aufstellen, das soll jetzt vollkommen egal ist. Ja. Darfst das alles, das ist der Wahnsinn. Und am Ende habe ich ein... Ruhe jetzt, ich will hier schlafen. Ja, genau. Hallo, Nachtruhe. Ja, aber wirklich, Alter, ich habe auch einfach gedacht, dann krabbelt da ab 23 Uhr so ein Typ aus dem Zelt raus und auf der Hauptbühne vor 80.000 Leuten spielt der Geiler. Und ich dachte, was ist denn mit dir los? Aber zum Beispiel auch Materia-Auftritt da gesehen. Ja. Ich bin so... in der Kuration für Hip-Hop so ein bisschen mit dem Festival jetzt verbunden. Wir reden da über so ein paar Dinge. Ich weiß jetzt schon, was 2018 geplant ist. Ich freue mich auch darauf. Es wird geil. Es wird geil. So. Aber für dich ist ja das Splash jedes Jahr logischerweise noch so, ne? Ja, ja. Das ist ja, keine Ahnung, dass ich da halt ankomme und mich wie so nach Hause kommen fühle, weißt du? Ich bin jetzt hier auf dem Splash-Gelände. Digga, fühlt sich an wie nach Hause kommen. Das ist immer Splash für mich. Und ja, jetzt die letzten beiden Jahre halt mit der Kamera ausgerüstet. Das ist auch schon was anderes, oder? Ich meine, du hast das ja als Fan vorher gemacht, ne? Oder? Es ist was anderes, aber es ist auch viel gleich so, ne? Also ich mach's ja, ich würde da genauso auch abdrehen, wenn ich keine Kamera dabei hätte. Ich glaube, das ist aber auch das, was ich gerne mag daran, wie du die Sachen arbeitest, warum ich auch dir allen Support immer gebe und dir versuche, so viele Türen wie möglich zu öffnen, weil ich das genau das mag. Ey, ganz ernsthaft, stellt euch mal vor, ich würde mich da vorne mit so einer Kamera in der Hand in die dritte Reihe stellen und würde versuchen, den Moshpit zu eröffnen.
Das wäre A, eine recht peinliche Aktion meinerseits. B, würdet ihr anfangen, Mitleid mit mir zu kriegen. Da braucht es dann schon jemand. Ja, genau. Da braucht es schon jemand wie dich, der dafür sorgt, dass das Ganze dann auch funktioniert. Und ich glaube, und das ist ja so ein bisschen Feedback, die Leute also feiern dich auch dafür, weil ich es auch mag. Es ist, ey, es ist krass. Du bist halt einer von uns. Ich habe am zweiten Tag oder am dritten Tag habe ich leider den Berkan-Auftritt auf dem Splash habe ich verschlafen, weil ich im Backstage full so einfach eingeschlafen bin. Warte, habe ich noch ein Foto auf dem Handy? Kann ich raussuchen. Da habe ich von Skinny und Zippy, den Hackmack-Jungs, da habe ich Props für bekommen. Shana meinte auch, die haben erst Fotos gemacht und so, meinte so, ja, was denn das für einer, bis sie halt gepeilt hat, dass ich das bin, so mit meiner Kamera am Arm da einschlafe. Ey, aber das ist Einsatz, das ist 100% Einsatz. Das ist alles so für euch. Denn es wird auch 2018 ja bestimmt wieder der Plan sein. Ich meine, wir wollen noch nicht so viel drüber. Mhm. Du hast wahrscheinlich schon ein bisschen über rumposaunt, aber wir haben ja auch Dinge vor. Ich habe aber noch nicht viel rumposaunt. Ich habe in meinem Freundeskreis habe ich das schon ein bisschen angekündigt, laufen auch Wetten gegen mich, aber zu Recht auch, wie ich finde. aber es gibt halt diese zwei Seiten und das ist, finde ich, auch Hip-Hop journalistisch ganz spannend. Die eine Seite ist dann die über Jahre so halt auch mein Steckenpferd geworden ist, mit den Künstlern zu arbeiten. Dieses ganze, wie soll man das beschreiben? Einfach der Blick, ein bisschen behind the scenes, ein bisschen den Großen dabei zugucken, wie sie arbeiten. Aber ich finde halt, und das ist das Schöne auch, wenn wir beide da gemeinsam unterwegs sind, dann auf deiner Seite zu wissen, wenn ich dann mal so Richtung Bühne gucke, und dann gucke ich ab und zu, wo dieser Stab hochkommt und so. Und zu wissen, dass du mittendrin bist. Ich hoffe, das wissen die Leute zu honorieren, denn das ist das, was ich gerne mag und was wir auch 2018 noch intensivieren werden. Ja. Das ist, wie gesagt, wir haben ein bisschen was vor. Gerade rund um Festival Sommer wird spannend. Hast du da sonst noch so ein Highlight gehabt neben dem Splash? Das Urban Art Festival im Saarland. Eigentlich total geil, relativ, eigentlich. Der geht auch eigentlich. Kleines. Ja, wollte ich gerade sagen. Das hat doch gar keiner auf dem Schirm. 5000 ne? Menschen circa. Aber die Location. So wie Splash eigentlich komprimiert, weil da wurde auch irgendwas abgebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob das Kohle war oder Erz oder sonst irgendwas. Ja. Aber halt auch diese ganzen Kräne und sowas und Location wirklich 10 von 10, Alter. Ja, geil. Und war halt auch cool, dass ich da der Einzige war, der irgendwie gedreht hat. Da war sonst, glaube ich, noch irgendwie Lokalpresse oder Saarland lesen dann wahrscheinlich 4-5 Leute oder Guck so. Guck mal, aber der nächste Punkt, Alter. Backspin schickt halt auch Leute zu Festivals, wo halt nicht 12 Medien rumlaufen. Aber die hatten trotzdem krasses Line-Up, so, ne? Und für mich war das so ein bisschen Momentum, weil ich das erste Mal mit Silo gedreht habe. Und der hat mich ja seinerzeit so von Ami-Rap zu Deutsch-Rap so rübergeholt. Ja? Ist schon prägend dann, ne? Ja, so Moment, voll, oder? Voll. Und da war ich auch ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall. Ja, aber das war für mich so ein Momentum auf jeden Fall. Bevor wir aber nochmal, also wir wollen ja nochmal so ein bisschen den Moment des Jahres nochmal abfragen, das machen wir nachher, will ich aber nochmal zu den Festivals was erzählen und da wiederhole ich mich aufs jede Jahr wieder aufs Neue, denn es ist auch ganz geil zu wissen, dass man dich wie ein Verrückter über die Festivals jagen kann, weil ich dann ganz selektiert meine kleinen Highlights mir jedes Jahr raussuchen kann. Und da ist es halt auch, da wiederhole ich mich auch schon seit Jahren immer, deswegen mache ich es nur kurz, aber ich möchte es einfach erwähnen, dass auf der einen Seite mein Hip-Hop-Camp immer wieder mein Hip-Hop-Urlaub da ist, mit den ganzen Rucksack-Jungs und Boom-Bap und so, und da wird halt ein Line-Up gebucht, das du so auf keinem anderen Hip-Hop-Festival sehen würdest. Was aber auch immer ein ganz netter Ausflug ist, einfach auch mal in andere Hip-Hop-Kulturen, die Tschechen, die Polen, wie die das machen. Und dann immer, und vielleicht kriegen wir es mal hin, dass du mal mitkommen kannst, das wäre geil. Ja, Fresh Island Festival, Kroatien, 35 Grad, Sonne, eine Partymeute, die ganz wild abgeht, so, und das schon ab Nachmittag, obwohl es gefährlich wäre, weil ich wäre mir ziemlich sicher, dass ich dich da auch irgendwann um 13 Uhr sturzbetrunken am Strand liegen filmen könnte, schlafend. Ja. Nee. Da habe ich dann noch genug Dings Adrenalin im Körper, dass ich wach bleibe und dass ich nicht knockout bin. Vielleicht siehst du mich um 13 Uhr noch, aber dann bin ich ab 15 Uhr wieder on point. So.
Ja, Mann, aber es wird geil. Ich freue mich so auch dieses Jahr wieder auf so ein paar schöne Sachen. Ich werde auch wieder einige Male über die Grenzen von Hip-Hop hinaus mich ein bisschen umschauen. Denn das hat in den letzten 3 Jahren so bei mir das Thema angenommen, dass ich versuche, so ein bisschen über die Grenzen hinaus zu gucken. Ich habe auch so auf skandinavischen Festivals viel über Musikmarkt gelernt, was jetzt so 1-2 Jahre später in Deutschland langsam Fuß fasst. So, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu verstehen. Ja, da ging es damals um Streaming, es geht um die, es geht um Vertriebswege, also so Sachen, das ist schon sehr Business. Also jetzt nicht Musiktrends im Sinne von Sound, sondern... So ein bisschen auch, weil so Skandinavier sehr innovativ sind, weil sie halt aufgrund ihrer geografischen Situation und der englischen Anbindung und so schon da auch ein bisschen anders denken. Mhm. Dieses Gesamtpaket macht aber Spaß, so sich anzugucken, weil du immer ein bisschen was für den deutschen Markt lernen kannst. Was, wenn wir uns 2017 angucken, ja den Erfolg angeht, wahrscheinlich schwer zu toppen sein wird. Ne? Ich meine, wenn ich mir überlege, dass wir irgendwie... Singles haben, die 8 Wochen auf der 1 sind, eine Goldauszeichnung nach der anderen, ein Streaming-Gold nach dem anderen. Wer alles Auszeichnung gekriegt hat dieses Jahr. Das war dieses Jahr auch so ein bisschen das Jahr von Single-Gold. Ja, Mann. Ich find's krass, so, wenn ich mir mal vorstelle, wie ich Capo kennengelernt habe, dass der dann 2017 eine goldene Schallplatte kriegt. So, Bowser bei allen Lobeshymnen, die man so auch in den letzten Jahren schon immer rund um ihn gehört hat, was für ein Talent er sein soll. Und mit dem Album, das ja relativ durchschnittlich war, dann auf einmal so einen Aufschlag. Fandest du das Album durchschnittlich? Ich würde es als eins Erfolg. Meiner Alben... Ach so, Erfolg, ja. Erfolg, ich bin rein bei Erfolg. Ich rede nicht von inhaltlichen Dingen. Aber es war schon, ich würde wetten, da war mehr Erwartung im Album drin, als es dann am Ende erfüllt wurde. Ja. Von diesen Ausschweifungen der Superlative brauchen wir nicht zu reden, Alter. Wenn ich mir vorstelle, ich durfte dieses Jahr, Materia habe ich nicht geschafft, aber Casper in Hamburg vor 7000 Leuten, die 187er spielen vor 7000 Leuten, die Beginner spielen vor so vielen Leuten, alle machen sie Hallen voll. So, und selbst der kleine Künstler, der, also kann ich jetzt sagen, es gab vor 10 Jahren Phasen, da hat Azad 80 verkaufte Tickets in Hamburg gehabt. Da habe ich gedacht, okay, krass, und jetzt spielen sie alle, selbst kleine Künstler, 300 oder 400 oder 500 Hallen. Und ich finde, sie sind innovativ. Hast du irgendwie so, du hast ja sicherlich auch Konzerte geguckt, ne? Hast du irgendwie so einen Auftritt noch im Auge, der dir gefallen hat? Boah, viel, Alter. Also, ich finde, dass Sixten sehr krass abgerissen haben. Ich habe es leider nicht gesehen dieses Jahr, aber es muss schon irgendwie... Ziemlich überall, intensiv wo ich die gewesen gesehen sein, habe. Ne? Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr intensive Moshpit-Action. Oh, Sido, hast du die Kamera an? Ja! Okay. Seid ihr bereit? Da auch manchmal hatte ich da so ein kleines zwiegespaltenes Gefühl, weil halt auch einfach so Mädels, die einen halben Kopf kleiner sind als ich, die schubst mich von der Seite. Ich habe erstmal so einen Reflex verpisst, aber dann ist auch irgendwo ein Mädchen so. Aber ja, die haben auf jeden Fall auch allgemein erfolgsmäßig, wenn du von der Asozialisierungs-EP zu jetzt guckst so. Ja. Und die machen hier auch Huxleys voll, ne? Hier um die Ecke. Das war früher die größte Mehrzweckhalle Europas, Freunde, aber das ist schon eine ganze Weile her. Auf jeden Fall, ja. Ich finde auch, dass die gleiche Location, wo Bushido zum Beispiel auch spielt, ne? Und wo Flair auch spielt, die Epic Tour. Und Sixten machen das halt Ding auch rammelvoll. Ich glaube sogar 2 Termine. Zusatzshow jetzt heute. Ja, nee. Doch, also doch, gestern heute. Waren sie in Hamburg. Gestern waren sie in Hamburg. Ich hätte es gerne gesehen, habe ich nicht geschafft. Heute sind sie in Berlin, schaffe ich wieder nicht. Schade. Können wir auch mal direkt auf das von gestern eingehen. Mhm. Es war wieder Rap-Tags, ich war wieder in der Jury, es hat wieder Spaß gemacht. Und die Leute haben ja allen Ernstes geglaubt, dass Marina und ich irgendwie aus diesem komischen Jury-Video da irgendwie Stress miteinander gehabt haben. Liebe für Marina. Kam von einigen Ecken, ne? Ja, aber alles gut. Wir haben einfach nur ein bisschen gespielt. All for the entertainment. Du weißt, Marina. Aber das nur am Rande. Ich finde... So auftrittmäßig habe ich einen Moment gehabt dieses Jahr, den ich einfach, also wahrscheinlich in meine All-Time-List ever packen werde. Denn du weißt ja, dass so mein Steckenpferd in den letzten Jahren auch schon immer geworden ist und das auch dieses Jahr, also fürs nächste Jahr auch wieder geplant, so Künstler begleiten. Hm. Nicht hinsetzen, reden, so habe ich mal. Naja, habe ich 100-mal gemacht und habe 100-mal durchgezogen. Ich hatte ja die Möglichkeit, Anfang des Jahres, oder was, am April, also mit Materia, auf dessen kleiner Club-Tour ihn in Hamburg den kompletten Tag zu begleiten. Mit Radio und also Promotermine.
dann die Crew-Motivationsstufe bis hin zu diesem Konzert. Er hat ja da nicht in den Großen, sondern da in den Kleinen gespielt und dann vor 700 Leuten und so Dinge wie... In Grünspan ist das, gibt es oben so eine Balustrade, da kannst du oben stehen und dann hat er geplant, dass er irgendwie von oben runter ins Publikum springen will. Diese Dinge haben wir geplant, haben wir alles dokumentiert und das gibt es bei Backspin TV zu sehen. Und ich muss sagen, sowohl Auftritt als auch der Job vor Ort, als auch das Ergebnis sind so für mich mit eins der Highlights, die ich dieses Jahr hatte. Denn ich meine, der Typ ist für mich live, wahrscheinlich sogar im Deutsch-Musikmarkt im Moment, das Krasseste, was es gibt. Ich habe ihn dann auch noch im Sommer auf dem Ticket Festival auch wieder gesehen. Der schafft es einfach jedes Mal, überall, wie auch immer, ihn das Leben abzureißen. Genau, da kommt noch einer dazu. Oh, jetzt kommen sie nämlich alle zum Vorschein. Ich war mit Chefboss habe ich auf Tour begleitet, auf den Festivals hier Rock am Ring, Rock im Park. Und dann ist der Rock am, Gott lass es mich auch richtig sagen, Rock im Park-Gig von, nee, der Rock am Ring-Gig von Materia ausgefallen. Dann hat er mit den Organisatoren geplant, okay, ich spiele beide. Um 18 Uhr Rock im Ring und um 23 Uhr Rock im Park. Was noch nie ein Künstler gemacht hat. Mhm. Mit Privatjet rübergeflogen. Und ich weiß noch, dass ich Chefboss begleite. Die gehen da in die Jägermeisterhalle und wollen irgendwie kurz einen kleinen Auftritt hin. Und sehe, dass vor der Bühne so viel los ist. Und denke, ach krass, ist das Martin? Ja, okay. Ich hintenrum, Security-Leute, mich da hintenrum zur Bühne gebracht. Und dann habe ich es halt geschafft, rein zufällig quasi, auf dieser Bühne zu stehen. Wie Materia, die, weiß ich nicht, 70.000 Menschen da abreißt. Wahrscheinlich ist das sogar... Guck mal, das ist das Absurde. Das eine sind 700 und das andere sind 70.000. Und beide sind irgendwie so... 70.000, Digga? Ja, das, vielleicht sind es auch 40.000, 50.000 gewesen. Aber der Platz war voll. Und ich komme auf den Platz cool. Ja, okay. Genau. Die Security-Leute, da standen solche neben mir. Ich habe die gefragt, ey, könnt ihr mir sagen, wie viele das sind? Und dann haben die so diese Zahlen genannt. Und die meinte, seid ihr sicher? Meinte, ja, vor der Hauptbühne ist keiner. Und dann habe ich so gedacht, okay, krass, wir sind am Rock am Ring, Hauptbühne, da stehen ja normalerweise, wir warten auf den, nee, da war keiner, da sind alle zu Materia gerannt. Und wer hat parallel auf der Hauptbühne gespielt? Ey, das ist ja mal so versetzt, dann kam der nächste, keine Ahnung, aber normalerweise warten dann da ja schon immer ein paar Leute. War keiner, weil alle Materia sehen wollten und wie der dann, keine Ahnung, bei Ich bin ein Materia-Girl vor sich auf einmal 5.000 Mädchen auf Schultern sitzen hat, die alle Ich bin ein Materia-Girl singen, ist einfach Wahnsinn. Also Tony, da springt auch mein Herz, Alter, ganz ehrlich. Fandest du das Album dieses Jahr gut? Nee, es ist nett. Da sind 3, 4, 5 ganz gute Songs, die sich hundertprozentig in sein Live-Setup hervorragend einbinden, aber es ist nicht dieser epische Game-Changer, den er sonst gemacht hat. Das hat auch, also Casper hat es schon fast ein bisschen eher geschafft. Das ist verdammt schwer. Du kannst auch von so einem Künstler nicht jedes Mal erwarten, dass er das Wahnsinns-Jahrhundert-Album macht. Ja, ja. Game-Changer-Album war in meinen Augen dieses Jahr ein anderes. Welches? Achso, ja, ich weiß schon, Trettmann, ne? Hey, ganz ehrlich. Habe ich, glaube ich, auch schon. Ich glaube aber, da kann sich die Szene auch so. Es ist ekelhaft, komplett, oder? Komplett drauf einigen. Du auch, oder? Ja. Ja, und das ist halt krass. Ich meine, wir haben ja einen kleinen Altersunterschied, wir haben auch einen kleinen Geschmacksunterschied. Wenn ich mir so mal manche. Ihr wisst gar nicht, was manchmal in unserer WhatsApp-Gruppe los ist, was der da für Sachen vorschlägt, alter Schwede. Viel Gutes. Ja, genau. Eigentlich nur Gutes. Ja, genau. Und dann können wir uns aber auf Tretti einigen. Ja. Auch wieder ein Dreh, der super spannend war. Da habe ich ja auch den kompletten Tag mit ihm begleiten können. Wahnsinn, Wahnsinnstyp. Unheimlich spannend gewesen, auch hinter die Kulissen zu gucken. Auch das lege ich euch wärmstens ans Herz. Jetzt vielleicht zwischen den Feiertagen ein bisschen Reportagen gucken. Album ist Wahnsinn. So. Und das fühlst du ja am Ende genauso, oder? Ja. Und es ist auch cool, dass sie diese personalisierte Box sozusagen gemacht haben. Ne? Mhm. Dass da Kopf dahinter ist. Deswegen sind ja Chartplatzierungen am Ende von dem Album gar nicht so groß, aber auch nicht so relevant, weil die wirklich DIY, do it yourself, alles komplett selber gemacht haben. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ja. Vielleicht wird er das auch nie wieder schaffen, aber er hat einfach ein Masterpiece mit diesem Album abgeliefert. Und auch ein 10-Track-Album, ne, wo man am Anfang halt auch so, es sind 10 Songs, aber alles Brecher und von gute Laune bis hin zu New York, überkrass. Ich muss auch sagen, irgendwie...
Ich glaube, so musikalisch ist es das, was mich am meisten festgehalten hat. Ja. So, national, international, bei der ganzen Masse, die mal rauskommt, habe ich auch echt Probleme festzuhalten. Und dann ist es leider so, dass so ein JBG-Album, das ja Erfolgsgrenzen sprengt noch und nöcher. Ich glaube, 30 Millionen Streams in der ersten Schwede, Woche oder so. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Erfolg hoch 100. Aber inhaltlich dann mich nicht mehr so mitnimmt, mich nicht mehr so anspricht. Das ist fast mehr der Entertainment-Faktor drumherum als das tatsächliche musikalische Kunstwerk. Gleiches hatte ich dieses Jahr zum Beispiel auch bei ganz vielen amerikanischen Sachen, wo mir fast um den Künstler mehr Hype gemacht wird, als um das Produkt, das am Ende dann rauskommt. Ist egal. Kannst du von A bis Z im Prinzip durchgehen. So. Ich will damit sagen, es gibt international dieses Jahr kein Album, so, das mich festgehalten hat. Bei mir schon. Ja. Also das wurde ja auch zum Beispiel unter dem Splash-Video wurde das auch kritisiert, dass ich zu sehr auf Deutsch-Fokus bin, aber ich bin halt so voll der Deutschrap-Nerd so. Ich bin tausendmal nerdiger in Deutschrap als in Ami-Rap, weil ich halt irgendwann davon weggegangen bin. Jetzt, du hast letztes Jahr auch im Jahresrückblick gesagt, guck dir mal mehr Ami-Sachen auch an. Ja, aber ist, finde ich, auch wichtig. Ist auch wichtig. Weil du so ein bisschen Wurzel erkennst von dem, ja, was die Deutschen machen. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem gefällt mir dann, wenn man jetzt Kopie sagen will, gefällt mir die Deutsche trotzdem besser. So, ja? Deutsche Interpretation, nennen wir es mal so. Oder ja, deutsche Interpretation ist besser. Gutes Wording, Nico. Ja. Und zwar XXXTentacion. Dieses 17-Album ist das Krasseste. Das ist das Krasseste. Egal, was jetzt ringsrum ist, so. Er ist halt auch der Krasseste. Ich warte jetzt erstmal den Prozess ab. So. Ja. Kann man das feiern und so, bla, wenn er seine schwangere Freundin geschlagen hat und so? Nein, natürlich nicht. Album trotzdem überkrass. Und zwar von A bis Z. Ich habe das eigentlich habe ich zuerst diese Geschichte gehört, von wegen mit dieser Grillzange und so. Googelt die Scheiße, geisteskrank auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, wow, der scheint wirklich der kaputteste Mensch der Welt zu sein. Ich höre mir mal die Musik an, dann habe ich das Album mir angehört. Ich finde dieses Mixtape vorher und diese trappigen Sachen und dieses Look at Me Now und so, das ist auch so ganz, ganz geil so zum ja, drauf abgehen. Aber dieses 17-Album hat mich von vorne bis hinten, ich glaube, ich habe es am ersten Tag, es geht ja auch nur 20 Minuten, ich glaube, ich habe es 30 Mal am ersten Tag gehört. Ich habe so auf Schleife gehört, ich dachte, das Ding, Alter. Ich glaube, bei dem kommt halt auch diese klassische Regel zum Tragen, dass also künstlerische Genies halt auch einfach ein Schusswerk haben müssen. Das geht durch die gesamte Musikgeschichte so. Und im Zweifel, wenn man ehrlich ist, auch ein bisschen bis in den Deutschrap hinein, dass es schon die wirklichen Wahnsinnigen auch wahnsinnig sind. Alle so ein bisschen vielleicht gefiltert oder auf ihre Lebenssituation runtergebrochen. Bei ihm ist es halt schon krass. So. Ich bin mal gespannt, ob der 2018 komplett erleben wird. Ja. Ich bin ja mal zum Beispiel sehr froh, dass wir in Deutschland keinen Rap, also da hat sich auch so viel angebraut und auch gab es auch so viel Ärger und dann wird auch immer so viel wieder gedroht. Ja. Und ja, ich finde ehrlich sogar ganz schön, dass so bis hin zu Versöhnung von Farid und Flair ist offensichtlich alles ein kleines bisschen ruhiger wird und sie alle sich mal auf Musik besinnen wieder und so ein bisschen was machen. Leider ein bisschen zu sehr auf eine Hit-Erfolgsformel, aber insgesamt bin ich, was das angeht, sehr zuversichtlich, dass wir 2018 vielleicht auch ein paar interessante Kombos irgendwo auf Songs oder sowas erleben werden. So, ich glaube schon, dass sich national, international, so musikalisch 2018 wieder ein bisschen was entwickeln muss, denn mir war das Jahr, auch wenn du das Album jetzt hart feierst, bei mir war es nicht so, mir fehlt ein bisschen Innovation. Ich brauche ein bisschen, XXXTentacion? Nein, im Gesamtmarkt. So. Im Gesamtmarkt. Mir fehlt im Gesamtmarkt so ein bisschen ein Innovationsgefühl. Ich brauche wieder ein bisschen mehr, was mal so Impulse. Ich finde, es gibt schon viele, viele Impulse. Also ich habe zum Beispiel auch mein Fantum für Lil Peep entdeckt, aber ich muss auch zugeben, erst Postmortem so. Zuerst dachte ich halt so, ja, okay, du hast voll viele Gesichtstattoos, du bist richtig krass edgy so. Aber auch da, als ich mir das angehört habe, ich finde es überkrass. Und ich finde es so schade, dass ich ihn auf dem Reeperbahn-Festival nicht gesehen habe. Weil es war ja die letzte Möglichkeit. Das fand ich dieses Jahr auch noch krass. Ich fand auch noch diesen Aminé, fand ich auch krass. Mhm.
wie du jetzt hier hart versuchst, hier so... so Ami-mäßig, hallo. Ich mich auch. Und obwohl ich Lil Uzi Vert hauptsächlich nicht so nice finde, oder hauptsächlich scheiße finde, kann ich ja sagen, wie es ist, All My Friends Are Dead, dieses XO3 oder wie das heißt, das finde ich auch geil. Weißt du, da ist zum Beispiel Ami-mäßig bei mir dieses Jahr eher so das Popschwein durchgekommen. Ich war in Kroatien, sehe French Montana und er spielt Unforgettable und ich bin in Uganda, Kampala und treffe die Triplet Ghetto Kids, die in Unforgettable so Tanzszenen machen, die Tänze machen und wir drehen mit den Dingen so. Das war geil irgendwie. Das ist so für mich, dann ist es ja, das ist also viel mehr Mainstream-poppig geht's nicht, aber irgendwie hat mich das dann dieses Jahr so... Vielleicht noch ein bisschen Taylor Swift für nächstes Jahr. Ja, genau, dankeschön. Das da, wie gesagt, ich habe ja meine Popschwein-Theorie. Ja. Jeder trägt nicht so ein großes Popschwein mit sich rum. Das kann nicht sein. Und manchmal wird es getriggert und das war halt dieses Jahr bei mir so, bei dem so. Ach, ich weiß auch nicht. Oder Entschuldigung dafür. 90s, manchmal haue ich auch die 90s-Playlist rein und höre mir die Popsongs an aus meiner Kindheit und denke mir, ja, Mann, richtig. Das ist dann mein Popschwein-Modus. Was war das spannendste Interview für dich dieses Jahr, was du machen durftest? Oder die größte Herausforderung, nennen wir es so? Die größte Herausforderung war auf jeden Fall Dope DOD zu machen. Ach, das hast du auch dieses Jahr gemacht? Das habe ich dieses Jahr gemacht, ja. Und war das inklusive dem im Hintergrund hin- und herfahrenden Müllwagen? Ja. Big garbage truck is heading for you. Oh, okay. That's the impact of that album. Everybody run! Sehr gut. Also das war auf jeden Fall die größte Herausforderung. Erstens, weil auf Englisch da dann doch noch mal was anderes ist. Dann war ich da nicht so krass in der Materie drin, wie zum Beispiel ich kenne von fast allen deutschen Künstlern, kenne ich irgendwie was und kenne irgendwie den Background und weiß, der war schon mal da und da, der hat schon mal das und das gemacht. Von Dope DOD wusste ich halt so gut wie nichts, außer ich habe die auf dem Out of Fame letztes Jahr vielleicht 2 Minuten so von der Seite geguckt. Ne? Also das und dann war ich ja da wegen meinem anderen Job, kam ich gerade aus England, dann nach Holland rüber, mein Flug hatte Verspätung, dann mein Zug verpasst, dann sind aus 8 Stunden Termin eigentlich 1,5 geworden, habe ich noch meinen Bus zurück verpasst, musste dann aus scheiß Holland irgendwie nach Hause kommen und so weiter und so fort und das war auf jeden Fall die größte Herausforderung. Erstens war die Vorbereitung, zweitens, weil es ein krasser Hustle war mit Anreise, Abreise. Finde ich aber gut, weil am Ende des Tages alles für Hip-Hop. Und da muss man auch mal ein bisschen Dreck fressen, da muss man auch mal ein bisschen solche Sachen. Das hat ja auch Sachen schon fast 3000 Klicks. Ja. Also hat sich schon gerechnet. Scheißegal, Digga. Ja, ganz ehrlich, guck mal, das müssen wir nämlich aber auch mal betonen. Ich finde, natürlich kannst du, wenn Hip-Hop Deutschland von Backspin Arbeit immer sich anguckt, natürlich kannst du schon irgendwie da Klickzahlen ansetzen, um Relevanz zu beschreiben und so. Mhm. Und ja, sicherlich gibt es dann das eine Video, das mehr Klicks hat als das andere, aber es heißt inhaltlich nicht automatisch, dass es für uns. Und dann würde ich auch immer noch so den journalistischen Grundsatz dahinter sehen, auch in dir vor die Brust hauen, dass wir irgendwie einfach auch Inhalte machen, die auch einfach mal geil, spannend sind, die vielleicht auch für uns auch mal interessant sind und nicht einfach nur darum geht, dass wir Gesicht XY vor die Kamera reißen. Also für mich sind dann einfach auch so Drehs wie mit Eid, die auch die Koalition gemacht haben, die du hier trägst, genau. Also dem feiere ich halt, wie gesagt, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass es Armprints hat, so, ne, und das andere Logo haben wir ja hier auch schon. Also du hast ja auch den Hoodie mitgebracht. Solche Sachen, die sind für mich halt viel, viel spannender. Das ist mal ein Eintauchen in eine Produktionswelt, wie macht ein kleines Indie-Label Hamburg mit urbanem Hintergrund, wie machen die Klamotten, wir können zusammen eine Koalition entwerfen. Da geht es ja nicht um Geld, da geht es dann auch nicht um große Reichweiten, da geht es um Inhalte. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist für 2018. Und was ich auch immer hochhalten möchte, dass wir nicht nur versuchen, das nächste große Gesicht und der krasse Künstler und sowas alles. Manchmal muss man auch einfach mal ein bisschen unter den Radar gucken und mal ein bisschen links und rechts gucken. Ja. So wie du mal Newcomern. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das hat mir dieses Jahr sehr viel Spaß gemacht, die Späti-Tour mit den Jungs von AOB zu machen. Genau. Schützlinge von Said, wer die nicht kennt. Späti-Tour AOB! Bruder, ich geh einfach meine Leute hart, die Namen so wie heute. Ja, glaub, es war ein Geige, wünsche jedem den Erfolg, statt dein Leben lang verfolgt. Die haben halt einfach einen gewissen Vibe zusammen. Das sind 6 Jungs, kommen hier auch aus der Ecke alle so. Sind alle, also sie sind
einzeln nicht so krass, wie sie zusammen sind, weißt du? Aber ich habe die, erstens habe ich die krass ins Herz geschlossen und zweitens finde ich auch dieser erste Sampler, der ist Killer. Weißt du, das ist einfach, das ist Vibe so, das ist, ja, die ich passen mag halt einfach super zusammen und wenn dann Dings Ahmad Abiad sagt, lag sogar dein Nabelschnur vor 20 Jahren, mache ich dir klar. Ich finde das zu lustig und ich feiere das hart. Ist auch gut so. Ich mag es gerne, dass du da dich in solche Situationen reinschmeißt und mit den Jungs solche Dinge machst. Das müssen wir uns auch für 2018 aufbewahren. Ich hatte mit diesem netten Automobilherstellerpartner ja die wunderbare Möglichkeit, jetzt zum Jahresende, was jetzt alles gerade rauskommt, ein bisschen mich auf Hip-Hop-Vergangenheitstour zu begeben. Und ey, ganz ernsthaft, so mit Tony L, von Tony L, der fucking Legende Tony L, eine Heidelberg-Stadttour vorbereitet zu bekommen. Und der nimmt sich 4 Stunden Zeit und führt mich in so Episoden durch Heidelberg. Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, und ja, wenn selbst dann heute junge Hip-Hop-Fans Tony L und Advanced Chemistry nicht mehr kennen und nicht einordnen können und selbst du wahrscheinlich ein bisschen Probleme hast. Ja, kenne ich schon. Ja, genau, aber den Wert vielleicht gar nicht so bemisst, wie das keine Ahnung, N30er macht. Dann ist mir die Klickzahl vollkommen egal. Dann geht es rein um den Inhalt und dann geht es darum, auch ein bisschen vielleicht Werte und ein bisschen Gesamtbild von Hip-Hop zu zeigen. Und ich würde sagen, das ist auch das, was wir beide für 2018 machen müssen. Ein gesamtes Bild zeigen. Ja. Ich hoffe sehr und ich freue mich sehr darauf, wenn wieder große Superstar-Alben kommen, dass dann entweder du oder ich dahin rasen und mit den Leuten geile Sachen machen. Immer versuchen, innovativ zu sein, immer was anderes zu machen, aber genauso unter den Radar zu kommen. So. Ja. Ich habe dieses Jahr viele Sachen gehört, die jetzt nicht so auf dem großen Radar sind, sage ich mal. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass in dieser, du weißt auch Spotify, das und das hast du am meisten gehört. Ich habe am meisten fast gehört den Song von Schocki oder die EP von Schocki, diese Messer-EP. Ja. Wo ich auch vielleicht am Anfang nicht gedacht hätte, dass mir das so krass gefällt, aber ist für mich auch eins der Releases des Jahres. Ja, ist krass. Ich mag es gerne. Ich finde das super. Bei mir ist es dieses Jahr so gewesen, dass ich auf einmal so auf Songs von 2013 wieder gestoßen bin. Und es gibt so von Major Lazer so einen Song, der heißt Get Free. Das ist so ein afrikanisches Vocal-Sample und so. Also total krasse Nummer. Hat aber überhaupt nichts mit aktueller Mucke zu tun. So. Aber da finde ich mich dann mal wieder so. Ich hab Bock darauf, dass ich 2018 mal wieder ein bisschen was entdecke. Inhaltlich, musikalisch, auch auf Reisen so. Es wird ein spannendes Jahr. Gibt es so Young Guns für dich, die wo du denkst, 2018 wird platzen? Oder ey, das ist, da wiederholt erster großer Schritt sein in die Tür? Ja, da wiederhole ich mich halt sehr oft, aber da sehe ich halt schon die Hamburgerin und jetzt Wahlberlinerin Unique. Das ist schon krass, was die da machen. Also jetzt am Ende dann auch ein Paket mit einem guten Deal offensichtlich. Mhm. Also hat gut Manpower im Hintergrund, wie die da also fast schon perfekt geplant, bis hin zu Fitnesstrainer, Vocal Coaches, alles, da einen Star bauen, kreieren, ja. Einen Star bauen und trotzdem ich aber irgendwie das Gefühl habe, dass die was kann. So. Und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, so fürs Gleichgewicht, dass wir da ein paar starke Frauen kriegen, so dass so ein Ace-T Satellit-Erfolg. War das auch dieses Jahr? Das war 2017. War glaube ich Jahreswechsel, aber so der Hype dahinter, der ja. Intensiveren HMN-Kampagne, das ist dann halt alles jetzt 2017 passiert, dass das nicht so verpufft, sondern dass da ein bisschen Fundament reingegossen wird. Wie heißt diese aus Offenbach? Rola? Rola, ja. Rola, finde ich auch interessant. So, ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen mehr entwickelt, so, dass wir da eine starke Front kriegen. Ich glaube, Jace wird auf jeden Fall ja. gut platzen. Auch Hamburg. Auch Hamburg, ja. Hamburg. Und, was los, Digga, Arma? Wir bringen Hamburg auf die Karte. Genau, und wegen hier meiner Karte, AOB, sehe ich auch was. Und ich warte so krass auf das Said-Album. Für den habe ich ja sehr viel Liebe, ne? Ich finde ja auch nach wie vor, das ist ein geiler Charakter. Echter Kerl, musikalisch total. Also immer noch schwierig dabei, sich selbst immer, habe ich das Gefühl, zu finden. So, der ist noch nicht ganz 100% da, wo er hingehört. Aber hat schon aber geile Album Sachen. Ist ja, Album ist ja angekündigt. Ich glaube, die haben diesmal sehr, sehr intensiv daran gearbeitet. Ich hoffe drauf. Aber ich finde auch, dass er sich musikalisch, also wenn das so wird wie Hoodridge, wäre ich so krass glücklich. Und
auch die Jungs von hier, was so Trap angeht, sehe ich auch Boys in the Hood. Und denen würde ich es auch krass gönnen. Da fand ich zum Beispiel... Weil die auch richtig echt sind, richtig... Aber da laut einfach, die machen Krach, Digga. Da lege ich auf jeden Fall ganz zum Schluss Samy Deluxe entgegen und sein und No Front gegen El Guni, Craig Ignatz und zu viel halt. Aber sein den Freestyle meinst sein du? Freestyle, also ist oder ja kein Freestyle. Acapella, ja. Sein Acapella, 100 Bars, geschnetzeltes, was er da aus seinen Gegnern gemacht hat. Ich habe mir das auch gestern nochmal angeguckt. Weißt du, was daran geil ist? Bevor du was dazu sagst. Es geht, mir geht's da um eine Sache. Das sind die alten Säcke. Und ja, die sind alt. Und ja, vielleicht machen sie nicht mehr die coolen Alben, die so zeitgemäß waren wie 1900 oder 2000 oder wann auch immer. Aber es sind fucking Legenden, die einfach wissen, was sie da machen. Und es tut ganz gut, ab und zu mal zu sehen, Jungs, jung Kids, macht mal weiter, das ist alles gut, bringt mal Hip-Hop weiter. Aber haltet doch ne, ab und zu mal inne und guckt mal, vergesst nicht, wo es herkommt oder vergesst nicht, wer wir sind. Das ja, der so Soundclash hat auch viel Spaß gemacht. Ich dachte wirklich, dass es, also ich dachte, dass es weniger Spaß macht. Ich dachte, es wird einfach eine richtig krass eindeutige Sache von A bis Z. Aber ich fand auch, dass das New Level Team, dass die, die haben's sehr mutig gut gemacht, ne? Performt haben. Und auch dann dieses Echo David Hasselhoff Video im Hintergrund abgespielt haben und so. Und der Sido-Part war auch geil, wie die den eingesetzt haben. Ja. Was war dein Moment des Jahres? Ist voll schwer zu sagen, Alter. Ich will halt auch nicht immer Splash sagen, aber im Grunde genommen ist es Splash. Mein Moment des Jahres, als mein Homie Vincent, mit dem ich auf dem Splash war, der gar nichts hatte, sondern nur Walkie-Talkie und an allem vorbeiläuft und am Ende kommen sie mit 10 Bier und 12 Stücken Pizza und einfach sagt, Jungs, mit Walkie-Talkie bekommt man hier alles. Das ist mein Moment des Jahres. Ich hab gedacht, du holst jetzt die Sido-Soundclash-Geschichte raus. Euren epischen Talk. Aber der ist ja schon raus? Der ist noch nicht raus, ja, nee. Da bin ich sehr verwirrt, Leute, an einer Stelle. Wenn man das hier sieht, so vielleicht kommt es dann raus. Ja, vielleicht ist es dann schon draußen. Ich bin gespannt drauf. Ich habe viel vor für 2018. Ich bin sehr gespannt auf das Jahr. Ich werde, keine Ahnung, vielleicht schaffen wir es ein paar Dinge neu einzutüten. So. Es wird spannend, wird spannend. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Es wird wieder sehr intensiv. Gibt es noch so ein paar Alben des Jahres für dich neben Trettmann? Nee, wir müssen Schluss machen. Ich muss los. Okay, alles klar. Gut, Nico muss wieder nach Hamburg. Zug fährt, ich muss los. Ich muss ein bisschen was schneiden, würde ich sagen. Ja, ich fahre jetzt schön nach Hamburg, muss auch noch ein paar private Dinge erledigen. Weihnachtsgeschenke kaufen. Ja, auch, aber auch nur so organisatorisches. Und, pass mal auf, jetzt kommt nämlich die letzte kleine Anekdote. Ich gehe zum Slime-Konzert. Who the fuck is Slime, werdet ihr euch jetzt fragen. Googelt mal Slime, so, dann werdet ihr, was sind das denn für alte Punker? Für die haben Martin und ich dieses Jahr zwei Videos gedreht. Ja. Und heute wird auch eins gedreht, wa? Ja, und heute wird auch eins gedreht. Und warum wir für Slime Videos drehen, ne? Das bleibt unser Geheimnis. Aber es ist einfach eine schöne Sache. Und ich glaube, das ist das, was ich auch an meinem Job so mag. Man darf nicht immer nur diesen kleinen Hip-Hop-Kosmos sehen. Du musst versuchen, so schnell wie möglich über die Grenzen zu kommen. Das ist das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Werde ich nächstes Jahr wieder machen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Dann tut's gut. Und du hast mit Ami-Rap angefangen. Mal sehen, wo wir dich 2018 sonst noch so hinbringen. Ich danke dir aber, und deshalb mal meine Hand darauf, für so viel gute Arbeit. Dicker. So viel intensive Arbeit dieses Jahr. Und wir werden nächstes Jahr viel Spaß haben. Wir haben im Team auch ein bisschen Veränderungen gemacht. Das kann man hier am Ende noch sagen. Shana ist raus. Die ist zu Chapter One gegangen. Stompy ist raus. Der macht ein anderes Projekt. Dafür haben wir einen Neuzugang. Den werden wir vorstellen. Den werdet ihr auch noch sehen. Und mal sehen, was noch passiert. Und wir werden uns dann auf den Festivals und auf den Bühnen und auf den Veranstaltungen sehen. Ich, ja so, wie es sich so schön gehört, für mein Alter recht gesetzt, irgendwo am Rand oder vielleicht so, ne? Auf der Bühne. Dann voll so irgendwo in der Mitte. Leg mich einfach an den Rand, wenn ich irgendwo einschlafe. Genau. Ich komme schon klar. Und habt ein Auge auf ihn, ne? Ich möchte, dass er gute Arbeit macht. Also wenn er das nicht richtig macht, geht nochmal hin, gebt ihm einen Tipp, wie er es besser machen kann. Danke, tschüss. Danke dir, mein Lieber. Wir sind draußen. Dir. Dann, bis nächstes Alter. Jahr. Tschüss. Frohe Weihnachten. Guten ja, Rutsch. Mann.